Wort ist Nikolaus Scherak. Ich bin ja im Gegensatz zur Frau Kollegin Primringer noch eher der Meinung, dass man ein bisschen zurückhaltender mit Ehrenzeichen umgehen kann. Ich glaube, es ist eine typische österreichische Herangehensweise. Man kann auch Dinge leisten, ohne danach entsprechend mit einem Ehrenzeichen ausgestattet zu werden. Was ich in dem Zusammenhang positiv sehe, ist, dass wir es hier geschafft haben, und das ist ein eher seltener Fall im Hohen Haus, dass man einen parlamentarischen und auch vorparlamentarischen Prozess hat, der positiv ist und eine Einbindung der Zivilgesellschaft, namentlich der Kollege Gerstl hat schon angesprochen, die Idee und das Aufmerksammachen kam von Professor Weniger, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass Hans Globke ein Ehrenzeichen der Republik Österreich hat. Und er hat gesagt, dass er das unerträglich findet, weil jemand, der die Nürnberger Rassengesetze im Wesentlichen mitverfasst hat und verfasst hat, sowas nicht haben sollte. Professor Weniger ist auf uns zugekommen, namentlich auch auf die Frau Kollegin Crisper, die das hier ins Parlament eingebracht hat. Und am Schluss haben wir es jetzt geschafft, dass wir hier ein gemeinsames Gesetz beschließen, das in Zukunft die Möglichkeit schaffen soll, dass man Menschen, die von einem österreichischen Gericht verurteilt werden aufgrund bestimmter Straftaten, dass man Menschen, die im Nationalsozialismus eine wesentliche Rolle gespielt haben und dementsprechend keine positive Rolle, dass man denen ein Ehrenzeichen aberkennt, weil sie es wahrscheinlich zum damaligen Zeitpunkt, wo sie es bekommen haben, auch nicht verdient hätten. Ich glaube, dass das positiv ist, wie wir das hier gemacht haben, weil auch, ganz muss man sehr ehrlich sagen, und auch sehen, dass im parlamentarischen Prozess man auf Dinge draufkommt, die man besser gestalten kann. So ist der Antrag, den wir als NEOS ursprünglich eingebracht haben, davon ausgegangen, dass man grundsätzlich Ehrenzeichen aberkennen können soll. Und ich glaube, dass man im parlamentarischen Prozess und auch in den Gesprächen mit der Frau Bundesministerin draufgekommen ist, dass man hier natürlich auch aufpassen muss und dass man nur gewisse Tatbestände quasi einführen soll, wann ein Ehrenzeichen aberkannt werden kann. Es ist jetzt auch später in den Ausschussberatungen haben wir nochmal eingebracht, dass es aus unserer Sicht sinnvoll ist, dass man nicht nur Verurteilungen durch ausländische Gerichte, sondern auch durch internationale Gerichte hier mit einbezieht. Das haben wir gemacht und dementsprechend glaube ich, dass das ein sehr gutes Gesetz ist, das wir jetzt beschließen. Ich sehe es im Übrigen ganz anders, als was ich vorher von der Frau Kollegin Fürst gehört habe, dass man die Geschichte negiert oder sich da versteckt. Das ist ganz im Gegenteil. Es ist eine bewusste Auseinandersetzung mit unserer Geschichte, dass man sagt, nein, wir sind jetzt nicht mehr der Meinung, dass jemand, der damals ein Ehrenzeichen bekommen hat, das jetzt auch weiterhin haben soll und auch wenn es posthum ist. Ich glaube und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ein Mensch, der an den Nürnberger Rassengesetzen teilgenommen hat bei der Mitverfassung, dass dieser Mensch kein Ehrenzeichen der Republik Österreich haben soll. Diese Möglichkeit schaffen wir jetzt und dementsprechend bin ich froh, dass wir das hier heute beschließen. Nikolaus Scherak, stellvertretender Obmann der NEOS. Anlass für die Debatte ist der von, wie angesprochen, Kleine Zeitung-Journalist Christian Weniger thematisierte Fall Hans Globke.